So, von Wirtschaftsthema zu kulinarischem. Wie gut ein Haifischsteak schmeckt, das wissen nicht zuletzt die Besucher des Blumenpeterfestes in Mannheim. Und auf den Appetit gekommen sind auch die Spieler des Mannheimer ERC, die gestern Abend versucht haben, den Kölner Haien ein wenig die Gräten zu rupfen. Nun, wie immer so im Sport, es kommt immer anders, als man denkt. Die Kölner Haie, sie erwiesen sich einfach als zu zäh. Und der Haifisch, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Ach, es sind des Haifischs Flossen, rot, wenn dieser Blut vergießt. Mäcki, Mäcki. Manfred, ganz realistisch betrachtet wird es unwahrscheinlich schwer, heute gegen Köln zu gewinnen. Wie ist euer Rezept? Ja, wir wollen versuchen, das Kölner Spiel so best wie wir können zu stören. Wir werden natürlich sehr Ehrgeiz spielen müssen, in die Schießer reingehen, in den eigenen Drittel. Aber das ist eine Mannschaft wie jeder andere. Die kochen auch nur über Wasser und bestimmt können die auch geschlagen werden, wenn wir zur Taktik halten. Ja, mach nur einen Plan, sei nur ein großes Licht. Und mach dann noch einen zweiten Plan. Gehen tun sie beide nicht. Der erste Plan des MRC ging auf. Der Markus Kuhl erzielte in der vierten Minute das 1:0. Dann stand Schiedsrichter Lichtenegger aus Rosenheim im Mittelpunkt. Vorangegangen war diese Situation. Überzahl der Kölner, ein Pass von Schuster. Allerdings, wie die Zeitlupe beweist, eindeutig unerlaubter Weitschuss. Im Anschluss daran das 1:1, ausgerechnet durch den Ex-Mannheimer Peter Dreiseitel. Verständliche Freude bei den Kölnern. So ging es in die erste Pause. Und auch im zweiten Drittel erwischten die Mannheimer den besseren Start. Manfred Wolf buxiert den Puck nach Pass von Obresa über die Torlinie. Die Freude dauerte jedoch nur ganze 5 Minuten. Dann diese Szene. Die Kölner erneut mit einem Mann mehr und Beppo Schlittenrieder lässt die Scheibe durch die Beine. Kurze Zeit später, da das 2:3. Doch die Mannheimer nahmen sich fürs letzte Drittel einiges vor. Verdienter Lohn für Kampfgeist und Einsatz war das 3:3 durch Kapitän Harold Kreis. Und gäbe es Gerechtigkeit im Sport, dann wäre es bei diesem Ergebnis geblieben. Doch kurz vor Ende des Spiels wurde Beppo zur tragischen Figur des Abends. Nie und nimmer darf er diesen Schuss durchlassen. Entsetzen bei den Spielern. Es blieb letztendlich beim 3:4. Manfred Wolf hatte nicht nur für seinen Gegenspieler, sondern auch für die Schiedsrichter kein gutes Wort übrig. Das ist ganz klar, die Linienrichter, die kommen einfach nicht mit. Wir wissen das alle, aber heute Abend war wirklich eine Katastrophe. Und, ich weiß auch gar nicht, wie man das ändern kann, aber die Leute, die haben es einfach nicht drauf. Die können teilweise nicht gut genug Schlittschuh laufen, dass die überhaupt mit dem Spiel mitmachen können. Und das ist schade für das Spiel, weil die Zuschauer bezahlen gutes Geld und die wollen auch profihaft Eishockey sehen, nicht was die Amateuren hier mitgebracht haben mit ihren Linienrichterentscheidungen. Denn die einen sind im Dunkeln und die anderen sind im Licht und man sieht die im Lichte, die im Dunkeln sieht man.